Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Satisfactory und nochmal danke für eure Kommentare immer drunter, die helfen mir ziemlich weiter. Witzig, ich habe Windows 11 installiert und meine gesamten Setups aus dem Calculator sind alle weg. Das macht aber gar nichts, weil wir die ja alle im Kopf haben. Da ist es drin. So, beim letzten Mal, da sieht hier aber auch immer, okay. Beim letzten Mal wissen wir, was wir gemacht haben. Hier haben wir klein, whoop. Und jetzt haben wir hier noch Limestone. Und das hier ist jetzt alles so ein bisschen nicht so gut. Deswegen fangen wir hier mal an. Ich muss das leider wegnehmen. Das ist aber kein Problem. Ja, da meinte noch irgendwas. Ist irgendein Förderband ist in der Mitte. Und schwebt oder so. Er würde das anders machen. Also, nochmal Leute, ne? Es gibt natürlich viele Wege, die nach Rom führen. Beziehungsweise zu den schweren modularen Rahmen. Aber, ne? Ich muss jetzt hier erstmal 4 Bänder raufkriegen. Ohne mich hier selbst umzubringen. Das mache ich schnell. Und dann haben wir es auch schon, Leute. Dann haben wir es auch schon. Plus, wir haben den nicen Schwefel. Und wenn wir einen nicen Schwefel haben, dann haben wir auch nicen Nobelisk-Stuff, beziehungsweise Schwarzpulver. Und so weiter und so fort. Ne? Lieber Black Metron, da hast du endlich deinen Willen mit der Nobelisken-Fabrik. Die kommt dann aber nach den schweren Modrahmen, denn ich möchte gerne dort natürlich maximal produzieren oder die Produktion schon mal starten, bevor das dann tatsächlich losgeht. Und ja, es gehen 4 von den Fließbändern, gehen tatsächlich auf einen Foundation rauf. Das ist dann aber auch das höchste der Gefühle, Freunde. Mehr ist da auch nicht drin. Und jetzt habe ich hier sehr viel Kohle. Zack, das kommt alles mal weg. Brauchen wir ja nicht. Limestone irgendwo? Nö, gut. Was haben wir hier? Kohle, 2 Stück. So. Ach ja, Strom brauchen wir auch noch. Okay. Fangen wir hier an. Das ist der äußere, ne? Der ist jetzt hier auf der Geschichte. 1, 2 drehen, 1, 2 nach vorne und nach da. 2 nach vorne. Boop. Ja. Und jetzt haben wir hier direkt nochmal Platz für 2. Alles klar. Na, war doch gar nicht so schlimm. War doch gar nicht so schlimm. Ich mache das mal hier schön, dass wir hier so eine Linie haben. Na, auf der nächsten Foundation. Und dann passt das halt auch immer ganz genau, kann man sich direkt merken. Ne, empfehle ich euch auch, also ne, den ersten direkt auf einer Foundation-Grenze zu machen und dann könnt ihr einfach immer ziehen. Sieht auch ein bisschen ordentlicher aus. Ne, und ihr wisst ja ganz genau, hier und ein weiter geht schon mal nicht. Und das Geile ist, wenn ihr dann auch noch schief seid, ne, dann passt es auch nicht. Ah, Satisfactory Lessons mit dem Chugi, ne? Aber das ganz ehrlich, das kommt erst mit der Zeit, so diese kleinen Sachen. Okay. Was haben wir das hier? Ne? Und ihr seht es, nee, da geht's. Wir müssen hier nochmal ein Stück weiter. So, ne? Da geht's nicht, also nur hier. Und schon hast du es auch gerade. Ne, weil, also woran liegt das? Dadurch, dass du halt nochmal einen nach links oder nach rechts dich bewegst, ist das halt so, dass du dann mehr Fließband benötigst. Ich gucke hier mal gerade. Ja, das da. So, jetzt machen wir den Rest dazu. So, jetzt ist das genau die Mitte, ne? Jo, okay. Zack, zack. 1, 2, 1, 2, 1 nach da. Perfekt. Zack, zack. 1, 2, 1, 2. Perfekt. So, wir bleiben natürlich erstmal hier wieder der Sache treu und schaffen uns wieder eine Kante. Und weiter geht's. Und schon haben wir es auch schon wieder geschafft. Tatsächlich ist die Frage nach Strom durchaus eine valide. Ich möchte, das schaffen wir nämlich alles nicht. Ja, aber es ist so. Das sind Challenges, da müssen wir halt drin. Übrigens auch nur bis zur Mitte, ne, nehmen das Ding. Obwohl, ne, warte mal, 1, 1, 2 zurück, genau.
Zack. Dann passen nämlich die, warte mal, ich glaube, dann passen die hier nämlich sehr gut dran oder auch nicht. Ein zurück war es, shit. Ja, aber das, wenn man das direkt lernt, beziehungsweise direkt sieht, ist natürlich auch nice. So, eins, zwei, nee, warte mal, wo waren das jetzt hier? Das war das. Hier genau, zack. Nicht da, sondern eins zurück. Und dann passt das hier auch supi. Zack, zack. Beziehungsweise, das machen wir von unten. Dann ist das ein bisschen besser. So. So, und dann hätten wir tatsächlich alle Ressourcerinskis hier am Start. Okay. Nicht genügend Materialien. Ich dreh durch. Oh nö, ist alles. Hm? Oh please, okay. Eventuell haben wir hier welche im Dingenskirchen, hier in der Truckstation. Ach ja, hier alles grün. Ja, das schmeckt mir. Gab auch die Frage, sag mal, nimm doch hier diese Modular Frames und so weiter. Nee, die nehme ich nicht, weil die tatsächlich exakt nur für diese Produktion sind. Theoretisch könnte ich sie natürlich nehmen, aber ich versuche es nicht zu tun. Repurpose ist halt irgendwann, irgendwann werde ich es halt tatsächlich das Endprodukt, ne, die vielleicht die automatischen Dinger da, neu machen. Oh nee, ich brauche mehr. Alright, ich muss doch mal kurz zur Base. I'm blinded by the lights. Dun, 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 dun. Ihr merkt, kleiner Ohrwurm am Start bei mir. Ne, wenn ihr euch fragt, was der Chugi immer so für Musik hört, aktuell mal so Heavy Metal oder Rock Cover von Popsongs. Unter anderem Blinding Lights. So. Rein ins Hub, raus zum Lager. Dass wir, ja. Übrigens auch, ne, und das finde ich immer auch sehr geil, eure Kommentare, da hat auch einer geschrieben, das habe ich beim letzten Mal ja schon erzählt, yo, wieso machst du das denn so, da wird der untere ja immer ganz zum Schluss leer, voll, und yo, da hast du recht. Mal gucken, wie viel Gummi wir jetzt schon haben, schon richtig nice. So, wie sieht es mit den Dingern aus? Ach ja, okay, machen wir 1, 2, 3, 4, das wird da, komm, da müssen wir rein, da müssen wir rein. Guck mal hier, keine Stangen mehr. Achso, dann können wir hier übrigens die Sachen auch noch gleich wegbringen. Bap, bap. Ich baue erstmal hier nochmal ein paar von diesen Power-Dingern. Da habe ich erstmal wieder ein paar. Stück, passt. Piep. So, mit O, jetzt haben wir da alles drin, irgendwelche Platinen, brauchen wir Platinen, so haben wir eine Platine hier drin. Oh, keinen Sinn, zack, Platinen weg. Okay. Mycelium und so ein Kram haben wir auch drin, ne? Hatten wir nicht jetzt auch Inhalatoren? Könnten wir die bauen? Quarz, Schwefel. Da brauchen wir die Rahmen. Alien-Organismen, das müssen wir erforschen. Ach guck, das machen wir doch. Zu teuer. Ach, 100 Rahmen. Komm, dann machen wir doch mal schnell. Hm. Was brauchen wir noch? 10 und 5. Okay. Hier, wo ist das Fleisch? Und 10 davon. So. Da haben wir das Ding nämlich. Der medizinische Inhalator. Dann kann ich mich auch mal wieder so ein bisschen entspannen teilweise. Das ist halt tatsächlich das, wo ich meine Inhalatoren, zumindest auch on-stream, sehr oft herstelle drüber. Ne? Okay, wir brauchen noch ein bisschen Eisenstangen. Und man bedient sich. Ja, es ist maximal dumm. Vielleicht werde ich das auf jeden Fall nochmal umbauen. Also manchmal bin ich auch lost, ne? Merkt ihr selber. Manchmal ist das so. Aber
Machen wir gleich mal ein kleines Update hier. Das passt. Schrauben wir mal nicht. Von den Platten. Von denen haben wir 40. Oh ne. Dann nehmen wir nochmal 50. Rotoren hatten wir recht wenig. Davon haben wir genug. Draht, genug. Was ist das hier eigentlich? Kabel. Davon haben wir auch genug. Was ist denn... Manchmal lädt er das Ding nicht rein. Oh. Bleche. Haben wir auch genug. Guck's dir an. Und erst wenn ich, ne? Ist das neu oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? KI-Begrenzer. Habe ich hier noch. Von diesen Rohren habe ich nicht so viele. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das einmal auf Stream. Das müsst ihr nicht sehen, wie ich das alles neu mache. Das nervt mich tatsächlich sehr. Okay, aber das haben wir jetzt soweit ready. Von denen nehmen wir auch nochmal ein paar. Aber irgendwann sind die Dinger ja auch unten angekommen. Und dann ist das ja auch fein. Statoren brauche ich, glaube ich, gar nicht so viele, ne? Das Ding kann ich mal da reinpacken. Farbpistole. Brauche ich eigentlich nicht. Gerade. Genauso wie die Kettensäge. Wobei eher die Farbpistole als Kettensäge. Okay. Gummi und Plastik brauche ich aktuell auch gar nicht. Es gab natürlich auch die Freunde, die gesagt haben, dann crafte dir doch schnell den Shit, mach's dir einfach, ne? Mach's doch nicht so kompliziert. Crafte dir doch schnell die Sachen hier für, was weiß ich, erweiterte Energieinfrastruktur, dann hast du das Ding hier und dann ist safe. Und natürlich bin ich so ein bisschen, das würde unsere Treibstoffgenerator und Förderband MK4 Geschichte lösen. Zumindest unsere Stromgeschichte. Ich nehme jetzt erstmal die Folge soweit auf. Ihr schreibt bitte in die Kommentare, ob ich das machen soll, um uns so ein bisschen Treibstoffgeneratoren, um uns da so ein bisschen die Stromgeschichte zu vereinfachen. Dazu würde ich halt auch die Pipeline Technik 2 dann nehmen. Ich meine, dazu fehlen dann aber die schweren modularen Rahmen. Hier fehlen die Computer und die schweren modularen Rahmen. Da fehlen mir tatsächlich die Computer, ne? Schwere Modrahmen habe ich tatsächlich 102. Ja? Die habe ich ja gesammelt. Das ist okay, ich müsste 50 Computer craften. Das wäre das Ding so, ne? Aber schreibt es mal in die Kommentare, weil das wäre dann schon so ein Bruch eigentlich von dem, wie ich es sonst mache, ne? Wo ich mir dann sage, nee, erst automatisierst du und dann fängst du an mit der Forschung. Aber ich glaube, das Handcraften hat ja nun mal auch seine Bewandtnis, ne? Ich meine, um sich so ein bisschen die Sachen zu vereinfachen, kann man das natürlich machen. Ja, man muss das jetzt nicht verteufeln. Ich tue es ja auch nicht verteufeln. Ich will euch nur zeigen, oder Sinn ist diese Let's Plays, ist es ja auch, euch zu zeigen, wie kommt ihr denn in solchen Situationen klar? Nehmen wir an, ihr habt jetzt nicht diesen ganzen Kram oder ihr habt nicht die Ressourcen, um Hand zu craften. Wie könnt ihr denn da mit um? Ne? Und das ist dann halt so der Punkt. Also, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das seht. Ob ich mir das ruhig gönnen kann oder nicht. Ich meine, es würde die Sache tatsächlich vereinfachen, so ist nicht. Aber ich habe auch kein Problem, ganz normal weiterzumachen. So. Alright, Freunde. Schwefel ist am Start. Alles am Start. Gut. Schauen wir mal rein. Also, wir machen mal den Test. Wir brauchen 660 Iron Ore. Ich springe natürlich hier schön Bunny Hopping. So, ne? Und denkt dran, das ist jetzt hier keine Fabrik. Er meinte auch ein Kumpel. Also ein To-Be-Kumpel, ja, meinte in den Kommentaren, pass mal auf, du kannst doch, bau das doch auf oder machst doch nur, takt dir das alles runter, machst das auf ein und wenn du die Dinge hast, dann schraubst du es hoch. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Dann brauche ich halt hier nicht so viel Eisen. Und wieso sind diese Dinger hier so komisch? Dann brauche ich mir hier nicht so viel Eisen gönnen. Also ich glaube, das sind hier die 660, ne? 270, 270 und das sind 540 plus...
was auch immer da kommt. Na, also das sind auf jeden Fall die 660 Eisen. Check. Kohle brauchen wir 400. Wo haben wir eigentlich die Kohle her? Ach, da kommen, die kommt ja von oben. Da haben wir auch 400. Da irgendwie, das stimmt. Hier haben wir auf jeden Fall 300 Limestone. Hier guckt nochmal was raus. Da hinten ist Limestone. Genau. Und jetzt haben wir im Prinzip alle schon da. Und jetzt beginnt der schöne Teil. Liebe Leute, der schöne Teil. Hier haben wir Limestone. Und dann haben wir hier hinten Limestone, Schwefel und Kohle. Und theoretisch geht das denn hier los. So, und jetzt werden wir das natürlich modular machen, Leute. Schön modular. Das ist der Sinn der Sache, ne, dass man hier quasi auf diesem Areal so ein paar Sachen bauen kann. Und womit fangen wir natürlich an? Wir schmelzen und machen quasi einmal die Eisengeschichte. Ne? Und am Ende der Eisengeschichte kommt Reinforced Iron Plates und Schrauben raus. Und das ganze Eisen, ich nenne es mal Eisen District, ja, machen wir hier. Und der beginnt mit Schmelzern. Und zwar müssen wir tatsächlich 260 Eisen schmelzen. Na, dann nehmen wir uns jetzt hier, ich muss mir das auch mal überlegen hier. Ja, das ist, ich empfehle euch übrigens, stellt euch ruhig mal so ein Stromding hin, so ein Power Switch mit den entsprechenden Durchsätzen. Das muss ich jetzt kurz nochmal checken. Das Ding macht 120. Und dann machen, ne, das ist das Äußere. Okay. Ne, da weißt du schon mal Bescheid. Aber generell bin ich sehr zufrieden. Ne? Also diese Landschaft hier, die wird, ist okay. Ne? Da fühle ich mich jetzt wohl. Da kommen jetzt nicht immer die ganzen Viecher, die mich hier komplett stressen. Sondern ich habe hier vor allem keine Leiter. Und falle jetzt auch erstmal runter. Nice. Ist die Lampe ein bisschen weniger lampig? Egal. Leider kommt hier hin. Zack, zack. Na, und schon. Upp, sind wir oben. Also, was wir dann machen können, Freunde. Ihr nehmt einfach Strom, Netzschalter. Ne, stellt den hier einfach hin. Piep, 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 piep. Und dann tragt ihr, macht ihr das Schildmodul an und tragt halt einfach ein. Ne, 270. 270. Nee. 120. 270. 270 und davor nochmal Eisen. Und schon wisst ihr genau, wie viel durchkommt. Na? Macht euch einfach. Dann rennt ihr halt, ihr spart irgendwann auch Zeit. So, wie viel brauchen wir? Wir brauchen erstmal 260 Eisen. So, und wie wir das machen? Wir nehmen hier 270 raus. Als erstes, genau. Wir nehmen hier die 270 und packen die erstmal hier so nach da. Und dann werde ich auf jeden Fall so einen kleinen Trick machen. Ich nehme natürlich einen intelligenten Splitter. Das werde ich jetzt mal anders bauen. So, wo haben wir es? Intelligenten Splitter, denn wir brauchen ja nicht 200, obwohl ich mache ja auch 120, ne? Ja, aber wir wollen das ja schon ordentlich machen, ne? Das bedeutet, ich werde hier einen intelligenten Splitter bauen. Warum werde ich das tun? Weil wir ja nur 260 brauchen. Alter, heute ist... Ich dreh durch. So, machen wir das mal so. Hä? Danke. So, intelligenter Splitter, ne? Rechter Ausgang ist... Überschuss. So, und jetzt brauchen wir wie viel? 8,67 Smelterinos. Und die hauen wir natürlich rein. 8,67. So, das fängt er natürlich. Einfach mal hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,67. Ja, erstes Modul ready. Und wir gehen jetzt hier auch schön auf Platz sparen, ne? Das ist ja klar. Zack. Das ist nicht so platzsparend. So, okay. Und das geht dann auch schnell, Leute. Ne? Inzwischen muss man ja sagen, so dieser Aufbau, und es wird natürlich noch schneller gehen mit dem Hoverpack. Aber
Da sind wir leider noch nicht. Hoverpack. Als nächstes ist erstmal Jetpack dran. Und das wird auch schon eine Erleichterung. Ne? Make no mistake. Das ist auf jeden Fall. Und damit sich die Dinger hier alle schön gleich voll saugen. So. Eisenbarren. Leider geht es natürlich nicht rein. Aber wir machen das, ne? Erst verbinden. Ihr könnt das immer so in verschiedenen Steps machen, ne? Gebäude aufstellen, Gebäude verbinden, Gebäude Rezept und danach Gebäude Output. Danach Gebäude Strom. Strom wirklich fast am Ende, weil die die Erfahrung zeigt, dass tatsächlich diese Stromkabel einfach komplett Mist sind, ne? Wenn die denn da erstmal stehen. So, die 260, da, die werden auch gesplittet, die gehen in, wir kommen dann raus, 260 Ohr. Siehst du, das kann man einfach entspannt nebeneinander bauen. 160, oh, 400 hier. Die Cast Screw, die wir hier machen, zack, 11,2, da kommt 400 raus, das müssen wir gut in die zwei Manufaktoren, aber das ist okay. Ah, das ist gut, da habe ich schon eine Idee. So, 8,67, ne? Ansonsten, wir haben ja 9 stehen, 9 mal 3 sind 270, brauchen wir gar nicht. Brauchen hier nur die 20. Piep. Okay, der letzte ist okay. Und jetzt stellen wir hier natürlich schon erstmal Strommast MK2. Man muss sich das ja nicht schwer machen. Dann hier nochmal Strommast MK2, perfekt. So. All clear, sage ich mal. Und jetzt kommen hier natürlich die Fusionatoren. Kennt das. Ich werde jetzt hier Eisen weiter hier in diese Richtung bauen. Und zwar hier so runter. Ja, dass ihr Bescheid wisst. So. So. Okay. So, ja, dann nehme ich ruhig mal Förderband 1. Hätte ich auch beim Anfang nehmen können. Ist klar. Also, ne, beim Rein. Vielleicht mache ich das sogar. Verteilt sich dann später ein bisschen besser. Und ich habe ein bisschen mehr von dem Eisenstahl im Gepäck. So, hier hinten brauchen wir natürlich den Mark 3, wie immer, ihr kennt das. Okay, next step. Wir machen Screws. Und Iron Plates. Als erstes die Iron Plates, dann, nee, als... Als erstes die Screws, dann die Iron Plates. Also, 12 Konstruktoren. Einmal hier. 2, 3, hoch, immer schön aufpassen. 3. Manchmal snappt das aber auch beschissen, ne? 1, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Übrigens, hier wird es jetzt wieder nicht so ein Fabrikaufbau, sondern einfach jetzt hier. Weil das, ich muss sagen, das ist mir dann halt auch immer so ein bisschen zu, das dauert mir dann auch zu lange hier mit dem ganzen Design. Und ehrlich gesagt, vor Update 5, da fehlen einem halt auch noch ein bisschen diese Designmöglichkeiten. Ne? Wir machen das aber hier schön eng. Ohne die Cast Screws wäre es halt noch ekliger, ne? Weil dann müssten wir halt noch die Strecke machen mit den entsprechenden
Eisenstangen, aus denen wir dann die Screws machen, was extrem schlecht ist. So, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Und das müsst ihr euch immer überlegen, ne? Ich erkläre euch jetzt gerade mal, warum und was ich hier meine. Aktuell machen wir hier das gesamte Eisen und schieben es dann jetzt hier einmal hier durch. Du kannst jetzt das Eisen weiter durchschieben Richtung Iron Plates, was aber dann dazu führt, dass die Konstruktoren der Eisenplatten ganz hinten sind und als letztes auch Eisen bekommen, während schon die ganzen Schrauben verarbeitet werden und gebraucht werden. Und du kannst halt jetzt hier das so machen, du kannst es einmal durchführen oder du kannst es hier nochmal splitten und nach hinten weiterführen mit einem intelligenten Splitter. Warum intelligent? Weil du natürlich hinten, und du siehst das hier, hier brauchst du 140 und da hinten brauchst du 120. Das heißt, sonst würdest du das sonst machen, würdest du beide 130 bekommen, das eine würde immer stocken. Ja, intelligenter Splitter. Nee, das eine würde so automatisch sowieso zurückstocken und dann wäre das andere wieder quasi safe. Aber ich, im Zuge der Vereinfachung hier und das weniger Fließbands und ne, im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Wenn das ganze Ding 100% läuft, dann gibt es auch genug Material und dann brauchst du dir darum keine Gedanken machen. Dauert halt dann nur einen Moment länger, bis halt sich alles in so eine Art Gleichgewicht einstellt. Okay, so, und dann wissen wir hier, 0,2, ne? Also wie viele Screws müssen wir machen? Insgesamt 400, 560. Ein so ein Ding macht 50. Ne, wir haben 11, also machen wir 550. Wir brauchen 560, also muss der letzte nur 10 machen. So. Jo. Warum habe ich beim letzten das? Erstmal A, weil ich es immer beim letzten mache. Aber B, hier gereicht es uns auch zum Vorteil, weil wir die ersten 400 Schrauben, die zweigen wir ab. Und die anderen drei, die lassen wir direkt in die Reinforced Assembler da reingehen. Vier sind es ja. Okay. Jetzt nochmal am Förderband MK1. Ich glaube, die brauchen nur 12,5 Eisenbarren. Das ist okay. Ja, und wir sind auch ziemlich... Was ist denn hier los, ey? Oder wir sind auch ziemlich eng an diesem Ding hier ran und das ist okay. Der Platz ist irgendwann Mangelware. Also, nee, eigentlich ist Platz keine Mangelware, aber man muss sich das schon, ich sag mal so, man muss sich das schon so ein bisschen überlegen, wie man hier die Sachen aufbaut. Weil sonst ist immer der Platz weg und dann bist du wieder wie so ein Hack da am Foundation ballern. Oder habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Nicht vor Update 5. Da gibt es ja das neue Souping, Leute, und da wird das auch nochmal schöner und besser. So, okay, dann haben wir das. Natürlich, jetzt das Rezept einstellen. Da würde ich mir auch noch wünschen, dass man einfach alles markieren kann und dann Rezepte einstellen und nicht immer hier jedes Ding hier anvisieren muss. Ne, sprich hier, pass auf, hier einmal zack, wupp, und da möchte ich gerne Gussschrauben, ne? Aber okay. Ich meine, es gibt ja Steuerung C, Steuerung V, aber man ist teilweise, wenn das hier alles auf der ersten Seite ist, finde ich, ist man schneller, wenn man einfach kurz mit der Maus klickt. Weil das ist ein Klick, während beim anderen musst du zwei Tasten drücken. Ne? Steuerung und dann V. Okay, hier ist Part Safe. Hier nicht. By the way, wenn ihr das Gussschraubenrezept nicht habt, ich würde echt ein bisschen farmen gehen, bis ihr ein Rezept habt. Weil sonst ist schwerer Modrahmen einfach nur Pain, das Ding aufzubauen. Ehrlich. Du brauchst mega viel Ressourcen. Es macht null Sinn. Deswegen. So, und dann fusionieren wir hier. Eins, genau hier. Guck mal, schön mittig, ne? Zwei. Drei. Und vier. Das sind 200 Schrauben. Da würde ich nämlich, ne, einmal das nach außen. Weil tatsächlich... Ihr seht hier, das sind die 400er Reihe, aber ich kann ja nur 270 transportieren, also zwei 200er und dann, das passt ja auch super in zwei Manufacturers, das heißt, hier kommen die Manufaktoren raus. Hier kommen ja 50.
So, jetzt haben wir hier 200, die ersten. Na, das werde ich später nochmal neu bauen. So, dann kommen die nächsten 200. Drück jetzt hier rein, da muss es raus, perfekt. Und schon haben wir zwei entsprechende Förderbänder für die Konstruktoren, für die Manufacturer. Was habe ich jetzt hier? 1, 2, 3 und hier haben wir die 4 wieder nach da. So, 50, 100, 200. 50, 100, 150, 200. So, jetzt haben wir es. Okay. Ich überlege später noch, wie ich die dahin bringe dann. Ne? Entweder unter Tage oder unter dieser Plattform oder nicht. Werden wir sehen. 1, 2, 3. Das sind jetzt die. Die müssen in die Produktion für die Reinforced Iron Plates. Ich drehe durch hier mit den Dingern nicht. Gott, gib mir bitte einen Schweberucksack. So. Okay. So, damit hätten wir das hier. Und jetzt können wir hier natürlich auch Strom machen. Ja. Strom, wenn wir... für ein Kabel. Okay. Hab ich das hier irgendwie da hinten hingepackt? Nee, kann nicht sein. Okay, jetzt sind die alle am Pumpen. Wollen wir aber noch... Oh, der letzte, der war noch gar nicht an. Hier, ne? Da kommen schon die ersten Dinger hier durch und werden reingeschoben, beziehungsweise eben nicht. Aber okay. So, Strom. Das machen wir natürlich hier. Ne? 1, 2, 3, 4. Und hier kommt der fünfte. Kann man das hier einfach schön droppen und verbinden. So, und dann machen wir wieder 1, 2, 3, 4. Was war das? Na, also eigentlich kannst du 5 verbinden, ne? Also das Ding hat 7. Also 5 Maschinen verbinden plus ein Ausgang und ein Eingang. So. Aber so ist fein so, ne? Das sieht dann halt okay aus, so, ne? Im Fabrikgebäude natürlich 10-mal besser, ne, Leute? Ihr kennt das, kann man aber dann immer noch... Man kann es tatsächlich im Nachgang noch eincasen, so, ne? Man könnte jetzt auch beispielsweise erstmal einen Kaffee trinken. Hm. Lecker. Gut, jetzt haben wir die Schrauben. Und jetzt geht es hier weiter mit den. Wir nehmen hier einmal einen Platz. Ne? Wir sind ja keine Barbaren. 2, 3, ich glaube 4. Ne? Wie viel brauchen wir für die Iron Plates? 4 Konstruktoren. Kennt das. Dann splitten wir hier weiter. Da geht's rein. 1, 2, 3, 4. Uff. Ah, sind die... Ah, ich glaube, die sind ein zu weit. Und...
Bei der Wand, genau, jetzt sieht es wieder gut aus. Beim anderen war mir das ein bisschen zu nah. Jetzt gehen hier genau die 260 rein. Hier machen wir Eisenplatten. Die Reinforced Iron Plates, die hätten wir auch noch anders machen können, noch mit irgendwie Kunststoff oder was nicht alles. Na, aber ich weiß gar nicht, ob wir das haben, Eisenplatte. Ja, mit Kunststoff und Stahl. Na, da machen wir natürlich super viele, aber so viel brauchen wir gar nicht. So. Na, das sind 4, da können wir hier einfach das Ding hinstellen. Und so ist es auch nochmal ein bisschen übersichtlicher, ne? Perfekt. So, jetzt haben wir hier quasi, hier haben wir die Schrauben, hier haben wir jetzt die Eisenplatten, die wir natürlich noch fusionieren. Aber ich überlege, ob ich nicht einfach tatsächlich auf der Fläche baue. Weil in die Höhe bauen kannst du halt immer, klar. Ich finde Fläche irgendwie. Also, ich mach so. Das ist einfach mein Stil. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir hier die entsprechenden Eisen. Ne? Was haben wir gemacht? Fertig, fertig, fertig. So, jetzt machen wir als nächstes mal 3 Assembler für Reinforced Iron Plates. Die können wir beispielsweise hier so schräg bauen. Die müssen wir gar nicht. Na, hier kommen ja die beiden Sachen raus und die können wir jetzt hier einfach mal so bauen. Fabrikatoren. Zack, zack. Ja, das ist der Punkt. Machen wir mal einen weiter hier, falls wir das irgendwie doch noch. 2, 3. Moin, moin, du machst mal Genietet, da hätten wir auch machen können. Haben wir da nicht. Wollten wir das gar nicht über die Genieteten machen? Lass mich mal kurz was checken. Shit. Müsste ich mir nochmal das Video angucken. Aber die genieteten Eisenplatten. Wo haben wir sie? Macht er nicht. Macht die normalen. Und selbst wenn ich die anderen wegnehme. Ja, plötzlich brauchst du noch Copper-Ohr. Ja, dann musst du ja natürlich noch Iron Wire dazu nehmen. Hätte ich das vielleicht so gemacht? Oh shit. So. Hm. 616, 400, 300. Ich glaube, tatsächlich finde ich mein Take hier besser, weil hier nicht so eine komischen Sachen rauskommen. Hier, ne, die Kommazahl, das finde ich alles. Ich meine, wir brauchen weniger Iron. Ist so. Ja, nee. Finde ich nicht so gut, deswegen. 600, ja, wir sparen ein bisschen Iron, aber nicht viel. Nicht viel. Wie war beim anderen? Warte mal. Das ist fine for me. Dass ich hier nicht die Kommazahlen drin habe und Foundry und was nicht alles. Ja gut, das habe ich ja eh. Aber ich muss ja hier nicht diesen ganzen Shit. Alles klar, okay. Perfekt. Dididit. Nochmal zack, 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 zack. So, jetzt die Teile. Ja, und danach geht's schon in die Stahlgeschichte. Und dann sind wir auch schon. Es ist unglaublich, wie schnell das geht. So, verstärkte Eisenplan. Problem sind hier tatsächlich immer die Schrauben. Aber die kommen ja jetzt hier gut rein.
Ja, dann machen wir das einfach mal. Splinterino. Ja, ich glaube, so brauchen wir das. So, hier geht's rein. Mal, ich glaube, da reicht Mark 1, ne? 3060, okay. Perfekt. Einmal wieder der Test, ne? Ob das alles hinhaut. Zack. Passt. Passt auch. Alright. Dann machen wir das hier schnell weiter. Zack, zack, zack. Eins. Das ist echt. Du musst so aufpassen. So, dann machen wir schnell den Förderlift. Und Förderband. Oh, ach doch, alles gut. So, dann als erstes untere, perfekt. Und dann hier oben. Perfekt. So, und dann machen wir hier natürlich so ein... Hier ist die Mitte. 1, 2. Perfekt. Kommt hier das. Da. Und das. Da. Gut. Das, da haben wir jetzt hier erstmal Förderband Mark 1. Das können wir ruhig so machen. Hier ist die Mitte. 1, 2 zurück. Schon sieht das schön aus. Jetzt haben wir hier oben die Eisenplatten, die reinkommen, und die Schrauben, die lassen wir so. Das ist der Ausgang, ne? Genau. Zack, schön in die Mitte ziehen. Das ist die Mitte, zwei zurück. Schön gerade, Leute. Hui. Okay, das hätten wir auch. Hier war ja eigentlich mal das gedacht, das werde ich hier auch noch mal kurz hinbauen. Aber auch durchaus mal mit einer kleinen, so ein kleines Tor. Damit wir hier auch mal durchkommen, wenn wir müssen. Aber ich würde das hier schon gerne trennen. So, perfekt, ne? Jetzt kommt hier das alles an. Perfekt. Und jetzt werden wir hier natürlich entsprechend noch Strom hinpacken. Da reicht mir. Ne, nehmen wir auch mal ruhig den. Obwohl, ne. Wir haben ja hier unseren Strommast. Und schon haben wir es hier wieder schön in Line. Perfekt. Alles klar. Und versteckte Eisenplatten. So. Und die müssen jetzt zusammen mit Steel Pipes in 7 Assembler die Steeled Frames machen. Und da kommen dann 20 modulare Rahmen raus. 7 Assembler. Wenn wir mal kurz gucken. Mod Frames, modulare Rahmen. 2 pro Minute und hier mit 3 pro Minute. Das heißt, wir erhöhen schon mal den Durchsatz über diese Stahlgeschichte und verbrauchen so weniger und ja, Platz, weil wir einfach weniger Assembler brauchen. Okay, aber damit wir hier Richtung Steel Frame kommen, brauchen wir erstmal was ganz anderes. Stahl, Leute. Jetzt brauchen wir natürlich noch 8 Foundries. Und die werden wir da hinten aufbauen. Na, hier ist jetzt quasi die Geschichte. Vor allem müssen wir die Kohle, 400, dahin bringen.
Jawohl. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Wir können es ja nochmal ein bisschen kompakter machen. Wollen wir es mal versuchen. Mal ein bisschen kompakt. Ich meine, ne, jetzt haben wir hier die Fläche. Die ist jetzt ungenutzt. Also fangen wir doch hier an, auch zu schmelzen mit den entsprechenden Gießereien. Und damit das hier alles so schön dann rauskommt. So. Fangen wir hier an. Ist für mich fein. Gießereien sind important. 3, wie viel brauchen wir? Tatsächlich 9, ne? Oh, das ist, guck mal, 3 sind schon ziemlich. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, dass wir hier so anfangen. 4, 5 und uns fehlen. Ah, Gießereien brauchen tatsächlich sehr viel von diesen Dingern da. Von dem modularen Rahmen. Also mache ich hier mal kurz das Ding weg. Hol mir hier so ein schönes Tor. Ja, so viel Zeit muss sein, Leute. Hier schön durchgehen kann. Wupp. So. Und mal sehen. Wenn du halt mit so einem kleinen Crouch-Jump reinspringst, dann geht das auch nochmal schneller. Also, wir werden wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie weit wir heute kommen. Wir haben noch 10, 15 Minuten. Wir werden Strom, wie gesagt, da ist die Frage an euch, Leute. Ne? Soll ich Treibstoffgeneratoren machen oder soll ich Kohle erweitern? Es gibt den tatsächlich, super Hinweis übrigens, danke an den Dude, der es kommentiert hat. Wir haben natürlich ein bisschen Überschuss an Petrolkoks, was wir kurzfristig in Kohle-Power umwandeln können. So, jetzt haben wir die Dinger, das kommt weg. 2 Manufacturer, stimmt. Warte mal, wie viel brauchen wir noch? 9 Foundries, 14 Konstruktoren. Ja, ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen von denen. Rotoren mitnehmen. Müssen. Und 2 Manufaktoren, ne? Die muss ich auf jeden Fall bauen. Und dazu brauche ich ja Plastik und die schweren Modrahmen. Die kann ich mir ja schon mal ins Inventar schieben. Zack, Plastik habe ich auch, 100. Kabel brauche ich auch nochmal. Guck mal hier, das Ding da oben komplett voll mit Plastik und hier schon. Plastik ist. Beziehungsweise Kunststoff heißt das ja, ne? Also jetzt einfach so ein. So, jetzt hier hoch, komm, gib mir das. Zack. Ja, okay. Cool. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eisenstangen. Die gehen auch runter. Ne? Die brauchst du halt auch immer. Ne? Deswegen Eisenstangen, wieder mit im Stream, wieder oft die Frage, Matthias, Tuki, Matthias bin ich, wie rechnest du das aus? Ne? Und im Endeffekt, du kannst es im Calculator berechnen. Ne? Wie rechnest du aus, wie viel du eigentlich benötigst von allem? Wieso 4 modulare Rahmen und nicht 200? Good question. Und die Antwort ist recht easy, eigentlich. Weil, also du kannst da logisch rangehen, ernsthaft. Das ist nicht die Welt. Weil das Spiel, du musst ja am Ende Space Elevator Parts machen. Also, sagen wir es mal so. Der Tick ist, du guckst dir 2 Sachen an, 2 Variablen. Variable 1, welche Teile brauchst du für einen Space Elevator? Und Variable 2 ist, welche Teile brauchst du fürs Lager? Bei der Lagersache guckst du dir an, brauchst du die Teile für Förderbänder oder für Sachen, die du oft baust? Splitter. Rohre, ne? Foundations, was auch immer. Sowas baust du oft für Infrastruktur, so nennen wir es mal. Und das kannst du entweder im Wiki nachgucken oder hier unter Codex, das zeige ich euch mal. Codex und dann Items. Es gibt ja auch nochmal Schematics und Buildings. Da würde ich auch nochmal, sind die Buildings, alles was du halt baust. Ne? Gar nicht so viel. Also wird hoffentlich ein bisschen mehr auf jeden Fall noch mit Update 5. Und das sind hier alle Alternativrezepte. Ja, irre. Egal. Wichtig ist das hier. Und da sagst du, okay, ich würde jetzt gerne wissen, wie viel modulare Rahmen brauche ich? Nimmst du den modularen Rahmen und dann guckst du dir erstmal an. So, was brauche ich hier? Blade Runner brauchen die, baust du wahrscheinlich nur einmal. Heavy Modular Frames, aha, ne? Okay, brauchst du mehr. Versatile Framework brauchst du
Xenobasher nicht. Also das sind alles nur Alternativrezepte, so, ne? Also du weißt, okay, du brauchst modulare Rahmen für schwere modulare Rahmen und dieses Versatile Framework. Brauchst du das Versatile Framework irgendwo? Aha, nur für Magnetic Field Generator. Gut. Und schon hast du das Endprodukt und kannst runterrechnen. Du willst 10 Magnetic Field Generator die Minute haben, also brauchst du 5, also brauchst du 25 von diesen Versatile Framework. Wenn du 25 Versatile Framework brauchst, dann brauchst du am Ende 25 Mod-Rahmen mindestens, ja, damit du diese Frameworks bauen kannst. Ne, noch nicht mal, nur 12,5, weil, ne? Und, oder du nimmst das alternative Rezept, dann brauchst du auch nur 12,5. Also ist egal wie, immer nur 12,5. Plus, ne, dann hast du deine Space Parts fertig. So, plus Heavy Modular Frames. Die würdest du natürlich, wie, weil du schlau bist, über die Alternate, über das Heavy Encase Frames und von den Heavy Modular musst du jetzt auch überlegen, wie viel du brauchst. Und dann geht das halt immer so weiter. Was ich dir aber empfehlen würde, ist, bau. Also du kannst das auf zwei Arten machen. Du kannst eine modulare Rahmenfabrik bauen, indem du sagst, ich baue dort alle meine modulare Rahmen, die ich jemals in diesem Game brauchen werde. Dann musst du einmal dich hinsetzen, Mathe machen, ja, und einmal runterrechnen, das was ich jetzt gemacht habe. Weiter halt noch, du brauchst halt noch die schweren modularen Rahmen, aber die schweren modularen Rahmen musst du dann halt auch, du musst quasi jedes Teil, was modulare Rahmen braucht, berechnen. Na, das haben wir eben gemacht. Zum Beispiel, okay, jetzt stellst du dir die Frage, für modulare Rahmen, schwere modulare Rahmen benötigen ja auch die modularen Rahmen. Also wie viel Schwere brauche ich denn? Dann klickst du hier rauf und dann musst du hier einmal durchrechnen. Aha, für Fused Modular Frames, wie viel brauche ich denn davon? Klick, aha, Pressure Conversion Cubes, wie viel brauche ich denn davon? Ah, nukleare Pasta, und schon bist du wieder beim Space Part. Ne? Und schon geht's so runter. 10 willst du haben, also brauchst du von den Dingern 20. Die Minute. Wenn du von diesen 20 die Minute brauchst, brauchst du auch 20 von den Fused Modular Frames. Wenn du 20 von denen brauchst, brauchst du 20 von, auch 20 von den Heavy Modular Frames. Wenn du 20 Heavy Modular Frames allein schon für die Pasta brauchst, dann brauchst du, ja, hier 20 durch 3, sagen wir mal 6 irgendwas, 6, irgendwas. 6, mal das, dann brauchst du mindestens 46 oder so. So 50 plus die, die du fürs Lager brauchst, da würde ich dir so 10 empfehlen für später. Ich habe jetzt 4, aber du kannst halt, das ist im Prinzip egal, solange du genug Puffer einbaust. Ne? Modulare Rahmen brauchst du übrigens auch, kannst du hier gucken, für Buildings. Ne? Für Miner MK2, der wird irgendwann ersetzt durch Miner MK3 natürlich. Power Storage, hatte ich mal ein Projekt bei mir auf dem Stream, 1200 von den Dingern gebaut. Da musste ich tatsächlich hier die Production ein bisschen hochschieben, ne? Weil ich gar nicht genug modulare Rahmen im Dings hatte. Deswegen auch mein Hinweis, erweitert euer Lager, ist mindestens 2 Industrial Container, ne? Weil die Dinger nur zu 50 stacken und so weiter. Also ihr seht, was ich sagen will, ja? Oder ihr hört, ihr seht es wahrscheinlich nicht. Aber sind zwei Variablen, Space Parts und wie viel fürs Lager. Bei der Lagergeschichte guckt ihr an, welche Gebäude baue ich denn mit diesem Teil? Sind das Gebäude, die ich oft baue oder nicht? Wenn es nicht so sind, dann reichen vielleicht 2-3 die Minute. Sind es Gebäude, wie zum Beispiel Förderbänder, auch ein Gebäude, die du oft baust, vielleicht auf 10 die Minute hoch. Das ist so ein bisschen, ne? Aber übertreibt nicht. Macht nicht sowas wie 40, 50, 100 die Minute. Das werdet ihr im Leben nicht los. Im Leben nicht. Hier immer das Ding, ich hatte bei mir einen Stream auf meiner Community-Map für Update 4. Der hat einfach sich hingesetzt und 120 Kupferbleche baut pro Minute. 120! Ich brauche 20 im Maximum. So, und die anderen 100 verschwendet. Und Kupfer brauchst du später für Kupferprüfer. Ja, scheiß die Wand an. War nicht so nice. Deswegen, ja, einfach kurz überlegen. Ja, das ist original die Sachen und das kann man sich halt auch alles schön überlegen, erstmal Lager und dann, okay, wozu brauche ich das Ding dann noch? Für Space Parts? Wenn ja, wie viel brauche ich denn? Wie groß ist der Anteil an Space Part? Na, nehmen wir mal bei den modularen Rahmen. Da hätte ich gerne 10 pro Minute fürs Lager. Space Parts 46. Allein schon, um die nukleare Pasta zu machen. Dann will ich ja auch noch ein bisschen schwere modulare Rahmen im Lager haben. Auch noch vielleicht 5. Ja. Oder nehmen wir mal 6. Dann brauche ich nochmal 16 dazu. Dann bin ich so bei 40. 50,
62 und dann will ich auch noch so von den welchen im Lager haben, brauche ich 72, so circa 80. Sagen wir mal 80 Modularrahmen die Minute und damit bist du safe bis zum Endgame. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Aber das war jetzt nur mal so überschlagen. Aber ihr wisst, wie ich da hingekommen bin, ja? Das ist wichtig. Es addiert sich alles auf. Wie viel modulare Rahmen brauche ich fürs Lager? Wie viel schwere modulare Rahmen brauche ich fürs Lager? Ach, siehst du, wir haben die Fused vergessen. Wie viel Fused Modular Frames brauche ich fürs Lager? Brauche ich Pressure Conversion Cubes fürs Lager? Nein. Brauche ich nukleare Pasta fürs Lager? Nein. Dann wird er gleich weggeschoben. Ja, so würde ich da rangehen, Leute. So. Alright, alright, alright. Das haben wir jetzt. Genau, Gieße rein. Da haben wir jetzt schon 5 stehen. Wir brauchen. 9. 6, 7, 8 und 9. Ne, und da geht auch, da verschwindet halt auch mein, das letzte Iron Ore hier rein, ne? In diese 8 Dinger. Aber da muss man halt auch gucken. Da brauchen wir halt auch wieder mindestens ein 2er Förderband-Split. Und ja, ich weiß, das brauche ich alles nicht, wenn ich jetzt hier schon die erweiterte Energieinfrastruktur hätte mit dem neuen Förderband, ne? Weil Förderband MK4 macht 480 im Schnitt, 480 Durchsatz, da wäre das alles kein Problem, ne? Aber gut, Leute, ich muss für heute aufhören. Ich werde jetzt hier nämlich nicht, dass ihr alles noch anfangen. Bevor ihr nicht abgestimmt habt. Ne? Schreibt es auch in die Kommentare und sagen wir es mal so, ich pinne das einfach mal an und ihr könnt dann irgendwie einen Daumen hoch machen. Ne? Bitte keinen Daumen runter, weil ich glaube, das ist nicht algorithmusfreundlich. An der Stelle also herzlichen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen was erklären. Das ist nämlich wichtig. Mehrwert für euch. Ja, für Anfänger, gerade vor Update 5, ne, weil diese Fragen kommen immer wieder im Stream und jetzt habe ich sie auch nochmal im Let's Play beantwortet, von daher, alles klar. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wir sehen uns am Sonntag wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Satisfactory. Macht's gut, ihr Lieben, bis dahin, euer Tschu.